Wir sind im Führerstand eines A2-Zuges. Hier muss der Fahrer tatsächlich noch stehen. Früher manchmal bis zu 10 Stunden am Tag. Diese Zeiten sind glücklicherweise vorbei. Wieder eine historische Sonderfahrt, diesmal mit einem A2-Zug. Ausfahrt im 100-jährigen Bahnhof Wittenbergplatz. Der Typ A2. In zwei Lieferungen in den Jahren 1928-29 an die BVG ausgeliefert. 96 Trieb- und Beiwagen waren es insgesamt. Außen wie innen gleichen sie den A1-Wagen. Doch gibt es erhebliche Unterschiede. So gab es erstmals selbstschließende Doppelschiebetüren. Durchfahrt im Bahnhof Neulendorfplatz. Treffen der Generationen. In der Gegenrichtung ist der Typ HK unterwegs. Auch dieser Zug wurde in den Zustand der 30er Jahre zurückversetzt. Alle Ausstattungsdetails sind wieder originalgetreu. Ausfahrt im Bahnhof Schönhauser Allee. Gegenüber den A1-Wagen gab es in den neuen eine halb selbsttätige Zugsteuerung, die aber immer noch mit der Kurbel bedient werden musste. Die Schönhauser Allee im Berliner Stadtbezirk Prenzlauer Berg. Der historische A2-Zug ist auf dem Rückweg nach Ruhleben. Der Zug rollt im normalen Fahrgasteinsatz. Für Ostberliner noch ein vertrauter Anblick, denn bis zum 5. November 1989 waren die alten Wagen hier noch im Einsatz. Auch der heutige Museumszug war bis zum November 1989 noch im Plandienst. Erst das bevorstehende U-Bahn-Jubiläum brachte ihm sein altes Outfit und die betriebsfähige Aufarbeitung. Der Bahnhof Eberswalder Straße liegt hinter uns. Letzter Hochbahnhof in der Schönhauser Allee. Bis zum Bahnhof Potsdamer Platz verläuft die alte Linie A jetzt unterirdisch. Der Bahnhof Potsdamer Platz, seit November 1993 wieder in Betrieb. Die Grenzziehung an der Oberfläche ließ die Station 32 lange Jahre im Dornröschenschlaf.
Der Bahnhof Gleis Dreieck. Historisches Ambiente für einen alten Zug. Nur die neue Zugzielanzeige stört. Zug nach Kuhlehre, der Zug hält. Zurückbleiben bitte. Türen schließen. Abfahren. Ja, jetzt ist hier vorbei. Die Kuppel am Neulendorfplatz nimmt langsam wieder alte Formen an. Der originalgetreue Wiederaufbau ist allerdings nicht vorgesehen. Wir sind wieder in die Untergründe Berlins abgetaucht, erreichen nun den Bahnhof Zoologischer Garten. Seit dem 11. März 1902 in Betrieb. Heute ein wichtiger Umsteigeknoten zur U-Bahn-Linie 9. Zug nach Fulheim, der Zug hält nicht auf jedem Bahnhof. Nächster Halt bis Marktstraße. Nächster Halt des historischen Zuges bis Marktstraße. Ich wiederhole. Nächster Halt des Am Bahnhof Olympiastadion taucht der Zug wieder auf. Eine nostalgische U-Bahn-Fahrt endet hier. Hoffentlich wird der A2 noch oft im Einsatz sein.